Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Helsinki gegen Midtjylland. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Schauen wir uns mal Ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Gute Aktion jetzt. Fairer Einsatz hier. Ballverlust. Das könnte was werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sie lassen den Ball gut laufen. Ball ist wieder weg. Da kann er sich den Ball holen. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Macht er gut. Gute Aktion. Ja, geht gut dazwischen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Super Aktion, tolle Technik. Aktion geht weiter. Schöner Pass, jetzt will. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Ballverlust. Guter Körpereinsatz hier. Klasse Pass. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wird das jetzt gefährlich? Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie ja knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Da ist die Chance. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzpassspiel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gut den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Guter Vorstoß jetzt. Erik Swiatchenko. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen.
Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Siehst du. Sviatchenko. Vorne jetzt die Balleroberung. Die Chance zur Führung. Da zieht er ab. Da ist es passiert. Tja, da war der Druck einfach zu hoch. Da war der Fehler und dann fällt eben dieses Tor. Und man sieht wieder einmal, wie extrem effektiv dieses Forechecking sein kann. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors. Da ist der Doppelpass. Und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Siehst du. In den freien Raum. Ja, energischer Vorstoß. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie suchen die Lücke. Macht er gut. Ball läuft gut. Ganz souverän hier vom Torhüter. Er kann es machen. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, könnte was werden. Direkt wieder zurück. Ja, mit viel Übersicht. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Die Chance auf den Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg.
Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Wird's jetzt gefährlich? Da ist die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Heißt es also jetzt. Erik Swiatchenko. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Könnte eine Gelegenheit werden. Swiatchenko. Durchwachsene Ballannahme, aber er behält dennoch erstmal trotz Bedrängnis den Ball. Der Ballverlust. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Und das ist der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Oh, da ist er durch. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Die Chance. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden sein.